Das nächste faltbare Smartphone von Huawei kommt anscheinend noch im Februar. Xiaomi stellt eine neue Technik vor, mit der man sein Smartphone über die Luft aufladen kann. Sowas habt ihr echt noch nicht gesehen. WhatsApp wirkt mit seiner neuesten Aktion recht verzweifelt und ich verrate euch, wie ihr euer iPhone trotz Maske mit Face ID entsperren könnt. Hi Leute, ich habe heute wieder die spannendsten Tech-Themen der Woche für euch zusammengefasst. Es gibt jede Menge zu berichten, deswegen nicht lang quatschen, legen wir gleich los. Auch wenn der Hype um faltbare Smartphones gefühlt etwas nachgelassen hat, arbeiten die Hersteller natürlich weiter an solchen Geräten, um sie nicht nur besser, sondern auch günstiger zu machen. Gerüchten zufolge soll Huawei bereits am 22. Februar mit dem Mate X2 sein neues Falthandy vorstellen. Huawei selbst hatte diese Info kürzlich auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo gepostet. Allerdings ist dieser Eintrag mittlerweile verschwunden. Ich schätze, da hat wohl jemand zu früh auf den Posting-Button gedrückt. Blöd für Huawei, gut für uns, so konnten wir nämlich schon einen ersten Blick auf das Handy werfen, dessen Bildschirm sich auf der Innenseite befindet. Beim aktuellen Mate X ist es ja genau andersrum. Zu Preisen und Ausstattung ist nichts bekannt, der Kirin 9000 als Prozessor scheint aber sicher und auch, dass keine Google-Dienste installiert sein werden, aufgrund des weiterhin bestehenden US-Bands. Ja, und wegen dieses Bands hat Huawei im Grunde ja auch sein neues eigenes Betriebssystem entwickelt, namens Harmony OS. Versprochen wurde eine Alternative oder gar ein Rivale von Android und Huawei erklärte auch, dass Harmony OS keine Android-Kopie wäre. Mit Harmony OS 2.0 macht sich jetzt aber etwas Ernüchterung breit. Eine genauere Analyse des Systems hat nämlich gezeigt, dass Harmony OS 2.0 auf der Open-Source-Variante von Android basiert. Und das hat wenig damit zu tun, was Huawei gegenüber der Öffentlichkeit und der Presse behauptet hatte. Naja, im Bericht heißt es auch, dass jedes Stückchen des aktuellen Auslieferungscodes, den man sich genauer ansieht, wie Android ohne größere Änderungen aussieht. Also da macht sich wohl zu Recht Enttäuschung breit, wenn Huawei Harmony OS 2.0 einfach nur ein Android-Klon ist. Während sich letztes Jahr Apple wohl nach der Erfindung des neuen MagSafe-Features dachte, yeah, bitch! Magnets! Oh! Kommt jetzt Xiaomi und meint nur so, echt jetzt? Magnete? Wer braucht denn bitte Magnete, um sein Smartphone aufzuladen? Nein, wir machen das über die Luft. Richtig gehört, Xiaomi hat in seinem offiziellen Blog eine neue Form des Aufladens vorgestellt, die sogenannte Mi Air Charge Technologie. Und damit soll es möglich sein, gleich mehrere elektronische Geräte ohne Kabel oder kabellose Ladestation mit mehreren Metern Entfernung über die Luft aufzuladen. Xiaomi spricht dabei von einer neuen Ära des echten kabellosen Aufladens und ich muss sagen, da haben sie schon irgendwie recht. Physische Hindernisse sollen angeblich keine Auswirkungen auf die Ladeeffizienz haben. Aktuell kann die Mi Air Charge die Geräte über die Luft mit jeweils 5 Watt aufladen. Und Xiaomi setzt sich da richtig hohe Ziele. In Zukunft soll es möglich sein, das komplette Wohnzimmer wirklich kabellos zu machen. Egal ob Lautsprecher, Lampen, Smart-Home-Geräte, völlig egal. All das soll über ein Aufladesystem im Raum mit neuer Energie versorgt werden können. Wenn ihr wissen wollt, wie genau Xiaomi das schafft, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich euch einen Artikel verlinkt, wo ihr das nochmal genau nachlesen könnt. So gut das alles auch klingt, bis wir das mal selber ausprobieren können, wird es noch etwas dauern. In diesem Jahr wird diese Technologie auf keinen Fall mehr kommen und bis jetzt ist auch noch unklar, ob sie überhaupt es bis zur Marktreife schafft. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Was sagt denn ihr dazu? Achso, und Xiaomi, an eurer Stelle hätte ich das Ganze nicht Mi Air Charge genannt. Wenn ich mich richtig erinnere, wollte ein anderes großes Technikunternehmen eine induktive Ladestation namens Air Power auf den Markt bringen. Die haben es aber ja leider irgendwie nicht hinbekommen. Ruft doch mal bei Apple an, ob ihr das Ganze nicht Air Power nennen könnt. Ich finde, das Ganze trifft irgendwie mehr auf euer Ding zu. Wenn ihr nicht gerade unter einem Stein wohnt oder in irgendeinem Funkloch, wo es kein Internet gibt, dann habt ihr ja sicherlich den großen Skandal rund um die WhatsApp-Datenschutzerklärung mitbekommen. Ich habe dazu ja auch ein eigenes Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und wissen wollt, warum das eigentlich alles nur ein Missverständnis war, dann klickt mal hier oben in die Infokarte. Wie auch immer, WhatsApp hat zurzeit ein echtes Imageproblem. Gut, also was heißt zurzeit? Seit Facebook WhatsApp vor rund 7 Jahren übernommen hat, hatten Nutzer Bedenken, was jetzt eigentlich mit ihren Daten passiert. Aber die meisten Nutzer sind trotzdem bei WhatsApp geblieben. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus Bequemlichkeit, weil ganz ehrlich, keiner hat Bock, mit seinen Kontakten über verschiedene Chatdienste zu schreiben.
Das hat sich in den letzten paar Wochen drastisch geändert. Viele WhatsApp-Nutzer wechseln und das gefällt WhatsApp natürlich überhaupt nicht. Und deswegen hat WhatsApp jetzt seine Taktik geändert. Die klügsten Köpfe haben sich bei WhatsApp mal zusammengesetzt und sind auf folgende brillante Idee gekommen. Nutzer werden ab sofort über den WhatsApp-Status über Neuigkeiten informiert. Also wirklich, auf die Idee muss man erstmal kommen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber so gut wie niemand von meinen WhatsApp-Kontakten nutzt den WhatsApp-Status. Und wenn, sind da irgendwelche lustigen, animierten Schlümpfe drin, die dir einen guten Morgen wünschen oder irgendwelche Blumenfotos von meiner Mama. Geht vielleicht nur mir so, aber ich habe den Eindruck, dass der WhatsApp-Status von vielen nicht genutzt wird. Auf jeden Fall hat WhatsApp letztes Wochenende Folgendes am WhatsApp-Status veröffentlicht. Hier werden wir dich über neue Funktionen und Aktualisierungen informieren. WhatsApp kann deine persönlichen Nachrichten nicht lesen oder anhören, da sie Ende zu Ende verschlüsselt sind. Sei gespannt auf weitere Neuerungen. Was jedoch nicht neu ist, das ist unser Einsatz für deine Privatsphäre. Okay, mal abgesehen davon, dass ich den letzten Satz zweimal lesen musste, um zu kapieren, was WhatsApp mir eigentlich mitteilen möchte, sehe ich da einen großen Nachteil. Der WhatsApp-Status löscht sich ja selbstständig nach 24 Stunden. Da könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass WhatsApp gar nicht will, dass man über die Neuerung dauerhaft informiert bleibt. Okay, so ist es natürlich nicht. Man muss halt nur mal regelmäßiger da reinschauen oder, wenn man sich dafür interessiert, eben auf der WhatsApp-Webseite selbst nachschauen. Ich hätte es besser gefunden, wenn WhatsApp wie Telegram vorgegangen wäre und mich einfach über den direkten Chat über Neuerungen informiert. Bei Telegram bleiben die Nachrichten erhalten und ich kann jederzeit nachlesen, was sie mir geschrieben haben. Naja, warum WhatsApp sich für diesen Schritt entschieden hat, ist klar, um zu verhindern, dass noch mehr Nutzer sich Chat-Alternativen suchen. Ob dieser neue Kommunikationskanal für WhatsApp aber wirklich hilfreich ist, um seine Nutzer beizubehalten, das finde ich irgendwie ziemlich fraglich. Was sagt denn ihr dazu? Wenn du ein iPhone mit Face ID hast, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Mit dem neuesten iOS-Update kann man nämlich das iPhone mit Face ID entsperren, auch wenn man eine Maske trägt. Damit das funktioniert, benötigt man eine Apple Watch und iOS 14.5. Die Public Beta-Version ist heute frisch rausgekommen. Wie ihr die Beta auf eurem iPhone installiert, könnt ihr in dem verlinkten Artikel in der Videobeschreibung herausfinden. Und sobald sich iOS 14.5 erstmal auf eurem iPhone befindet, könnt ihr in den Einstellungen aktivieren, dass ihr euer iPhone mit eurer Apple Watch entsperren könnt. Das Ganze funktioniert dann so, wenn ihr euer iPhone entsperren wollt, checkt die Face ID, dass ihr eine Maske tragt, woraufhin die Apple Watch eine Authentifizierungsfreigabe an das iPhone sendet und schon ist euer iPhone entsperrt. Das Ganze funktioniert auch ganz flott, wie ein Video der Kollegen von Mac Rumors zeigt. Das Ganze ist im Prinzip nichts Neues, das gibt es seit längerem auch schon für den Mac, denn auch dort kann ich zum Beispiel mein MacBook mit meiner Apple Watch entsperren, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Ich finde das Feature echt super. Android-Nutzer können jetzt darüber wahrscheinlich nur müde lachen, denn Android-Smartphones haben ja seit längerem schon einen Fingerprint-ID-Sensor unterm Bildschirm, wie zum Beispiel das neue Samsung Galaxy S22 Ultra. Habe ich 22 gesagt? S21 Ultra. Wie zum Beispiel das neue Samsung Galaxy S21 Ultra, bei dem Samsung in Sachen Fingerprint-ID nochmal ordentlich nachgelegt hat. Da ist es dann auch egal, ob man eine Maske trägt oder nicht. Ich als iPhone-Nutzer kann das natürlich leider nicht, deswegen finde ich es super, dass Apple da in irgendeiner Form reagiert. Und da wir ja auch noch in diesem Jahr wahrscheinlich noch etwas länger mit Maske rumlaufen werden müssen, sage ich mal so, wäre cool gewesen, wenn Apple das schon im letzten Jahr herausgebracht hätte, aber besser spät als nie. Übrigens, wenn ihr keine Apple Watch habt, dann schaut mal bei unserer Kaufberatung vorbei. Einfach hier oben rechts in die Infokarte klicken. In dem Video stelle ich euch alle aktuell bei Apple erhältlichen Apple Watch Modelle vor und verrate, welche ich dir persönlich empfehlen würde. Ja, das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo da, denn pst, ich habe gehört, dieses Wochenende kommt noch ein zweites Video auf dem Kanal. Abonnieren, dann verpasst ihr es nicht. Ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Video. There was one man in Wonderland. Oh, hier Licht aus. So. Okay, Google Licht aus. Bing! Alles klar, ich schalte Elf Lampen aus.